Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Es geht um das S5 und boah, war das heute nicht ein Tag, denn Amazon hat E-Mails rausgehauen an die Vorbesteller, die bei Amazon ein Galaxy S5 kaufen wollten. Diese E-Mail besagte dann, hey, das S5, der Hersteller kann nicht liefern, aber wenn du jetzt stornierst, bieten wir dir einen Rabattcode von 100 Euro, wenn du direkt ein HTC One M8 bestellst. So, das hatte ich getwittert, das hatte ich gepostet, das wurde auch aufgegriffen und hat sich etwas verbreitet, aber was irgendwie noch keiner gemacht hat, hat mal versucht, die Bestellung zu stornieren und ob das Ganze denn überhaupt funktioniert hat mit dem Code. Jetzt bin ich hingegangen und bin zu Saturn geflitzt und was habe ich geholt? Natürlich das Galaxy S5. Meine Amazon-Bestellung habe ich noch nicht storniert, denn wenn Saturn keine gehabt hätte, dann hätte ich natürlich meine Amazon-Bestellung haben wollen. Deswegen rüber ins Amazon-Konto, Artikel noch nicht versandt, können wir dir auch nicht sagen, wann es geht. Und jetzt Artikel stornieren, hatte ich ja ein etwas heikles Risiko. Worst-Case-Szenario wäre gewesen, das Ding kaufe ich jetzt bei Saturn und in dem Moment kommt bei Amazon die Versandbestätigung. Und jetzt markierten Artikel stornieren, Grund der Stornierung optional, Artikel wird nicht rechtzeitig ankommen. Ja, fertig. Hat Amazon da halt Pech gehabt. So, diese wurde storniert, sie enthält keinen Artikel mehr. Jetzt habe ich gerade gebrummt, die E-Mail ist da, Stornierbestätigung. Jetzt gehe ich auf folgenden Link. Nein, ich kopiere erst den Einlösecode für die 100 Euro. Jetzt gehe ich auf Amazon, bin natürlich noch eingeloggt. Packe, da haben wir es schon, das HTC One M8 in den Einkaufswagen für 653,16 Euro direkt von Amazon. Nein, eine Geräteschutzversicherung will ich nicht zur Kasse gehen. Und jetzt gebe ich doch mal den Code ein, den ich bekommen habe, einlösen. Und es rattert und siehe da, Gesamtsumme 653,16, Gutschein eingelöst, minus 100 Euro, Gesamtbetrag 553,16 Euro. So, dann machen wir davon doch noch einen Screenshot. Jetzt könnte ich da noch einen ganzen Screenshot machen, damit es auch heißt, ja, ich habe mir das nicht zurecht gefotoshoppt. So, also ich habe es auf Video, ich habe es vor laufender Kamera gemacht. Die Bestellung werde ich jetzt natürlich nicht aufgeben, denn das HTC One fliegt bei mir ja, da haben wir es schon, fliegt ja bei mir schon rum. Also, die Leute, die vorbestellt haben bei Amazon und ein S5 bekommen haben, die kriegen wirklich diese 100 Euro Rabatt. Und es ist keine Fake-E-Mail. Jetzt noch etwas in persönlicher Sache. Ich hatte die E-Mail heute Morgen auszugsweise gepostet, weil es natürlich eine coole Aktion ist von Amazon. Amazon sagt ja immer wieder selber von sich, wir wollen das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt werden. Und mit so einem Service, wenn sie dann ein lang ersehntes eines Produkt nicht sehen können, nicht liefern können, dass sie dann sowas anbieten aufs andere, 100 Euro Rabatt, das ist ja eine Hausnummer, das gab es noch nicht. Die Leute, die übrigens auf das S5 bei Amazon warten wollen, die kriegen sogar noch einen 20-Gutschein von Amazon. Das finde ich auch super Service. Also da ist wieder ein Grund, warum ich Amazon gerade bei Technikprodukten so sehr mag, da zu kaufen. Noch was in eigener Sache. Ich hatte das heute Morgen gepostet. Dann hat mich eine junge, nette Dame angeschrieben und gefragt, ob ich die E-Mail weiterleiten könnte von der Aktion. Habe ich natürlich gemacht, habe den Bestellcode rausgenommen und meine Bestellnummer, alles andere 1:1. Die hat dann einen Artikel verfasst bei, ich glaube, Android Pit oder so. Irgendwie am Rande habe ich das auch schon mal gehört. Dieser Artikel wurde von Giga aufgenommen. Wer kennt Giga nicht? Und Giga hat das Ganze dann doch sehr kritisch, sehr vorsichtig hinterfragt und gesagt, wow, ist das etwa, naja, es ist ungewöhnlich, weil klar, so eine Aktion gab es noch nicht. Jetzt bin ich aber sehr enttäuscht von Giga, weil Giga ist für mich nicht mehr ein kleines Blog, sondern Giga ist für mich schon eine riesengroße, da ist eine Redaktion hinter. Und dann sind so Sachen, ich habe jetzt mal den Pressekodex aufgerufen und da heißt es auch, eine Quelle allein ergibt keine Nachricht. Was hatte Giga als Quelle? Mein Post, wo ich das auf Google Plus gepostet hatte, das wurde von Android Pit übernommen und Giga hatte was genommen, natürlich die beiden Sachen als Quellen, wobei das natürlich eine Quelle ist. Also Pressekodex, eine Quelle ergibt noch keine Nachricht. Giga ist für mich Journalismus oder professionell, kein kleines
Fizzles Blog. Und da hätte ich erwartet, ein Giga ist hingegangen und die haben dann mit Amazon angeschrieben, ganz normal im Kundenservice. Ich meine, Amazon hat wahrscheinlich tausende Leute am Tag, die im Chat, irgendein Callcenter oder Chat bedienen. Und natürlich wissen die alle von so einer Aktion nichts am nächsten Tag. Dann sind sie hingegangen und haben dieses Dementi von dem einen Mitarbeiter, der ihnen dann halt nicht sagen konnte, ja, gibt's oder gibt's nicht, ja, weiß davon halt nichts. Da hat Giga dann die Meldung draus gemacht, ein Fake. Und da, naja, haben genügend Leute geschrien, auch mich dann. Und jetzt wird es nämlich persönlich, dass dann Leute mir unterstellt haben, ich hätte das Ganze inszeniert, ich hätte daraus mir einen Spaß gemacht. Also ich meine, ich bin ja immer für einen guten Witz zu haben, aber dann mache ich doch nicht so etwas. Dann denke ich mir doch was Vernünftiges aus, nicht so ein Käse. Vor allem hätten die Nasenbären von Giga doch hingehen können und mehrere Leute, inzwischen über den Tag haben sich doch mehrere Leute gemeldet, die auch diese E-Mail bekommen haben. So, also ich meine, wie soll ich denen das auch noch geschickt haben? Da hätte ich mir doch mal einen rausgesucht und gesagt, weißt du was, wir sind Giga, wir sorgen dafür, dass du ein S5 so kriegst zum Preis, stornier deine Bestellung und guck mal, ob der Code funktioniert. Also da war ich doch sehr enttäuscht. Ich habe früher Giga immer sehr gern gelesen, aber in letzter Zeit gar nicht mehr. Das Niveau ging gefühlt für mich einfach runter und nach so einer Auktion, also gerade wenn dann so nur Behauptungen aufgestellt werden, Hauptsache wir haben eine Sensation, Klicks, das finde ich doch dann sehr schade. Sollten Sie vielleicht nochmal drüber nachdenken. Also, das war's, das war das Video. Ja, 100 Euro Rabatt bei Amazon auf das HTC One M8 für Galaxy S5 Vorbesteller ist kein Fake, die gibt es wirklich. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.